Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie eine Stempelvorlage erstellen und verwenden. Dabei haben wir Platzhalter vorgestellt und am Beispiel von Date und Username haben wir so einen Eingangsstempel erstellt und verwendet. In diesem Video möchte ich Ihnen die weiteren Möglichkeiten der Stempelfunktion vorstellen. In der Kommentarwerkzeugleiste befindet sich das Stempelwerkzeug. Mit dem Pfeil daneben öffnen wir das Stempelmenü und wählen dann den Menüeintrag Stempelvorlagen verwalten. Im oberen linken Bereich befinden Sie die allgemeinen Aktionen. Stempelvorlagen importieren importiert eine Datei mit Stempelvorlagen von Ihrem Gerät. Mit Aktualisieren können Sie die Liste der Stempelvorlagen aktualisieren. Mein Benutzer verfügt aktuell über zwei Stempelvorlagen, den Eingangsstempel und den Prüfstempel. Mit den Kontrollkästchen vor den Stempelnamen können Sie eine oder mehrere Stempelvorlagen auswählen, um mit diesen eine Aktion durchzuführen. Stempelvorlagenbezogene Aktionen befinden sich im oberen rechten Bereich des Dialogs. Hier können Sie diese exportieren, löschen oder mit anderen Benutzern teilen. Wenn Sie diese Aktion auswählen, werden Ihnen im oberen Bereich des neuen Dialogs die Stempelvorlagen, die Sie verteilen möchten, noch einmal angezeigt. Direkt darunter befindet sich eine Eingabezeile, in welcher Sie angeben können, an wen die Stempelvorlagen verteilt werden sollen. Hier können Sie einen oder mehrere Benutzer oder Gruppen angeben. So können Sie Stempelvorlagen an mehrere Adressaten gleichzeitig verteilen. Im unteren Bereich werden Ihnen Ihre Adressaten dargestellt und durch einen Klick auf OK können Sie die Verteilung an die Adressaten starten. Dies war der gesamte Umfang der Stempelfunktion. Ich hoffe, das Video hat Ihnen wieder gefallen und Sie können nun sicher mit der Stempelfunktion arbeiten.